Yo, Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal und damit auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Slime Ranger, beziehungsweise zur ersten Folge Slime Ranger. Die letzten Tage kam mal kein Video und was genau dahinter steckt, erzähle ich euch im Verlauf des Spiels. So, wir starten einfach ein neues Spiel, nennen uns Zotox und nehmen als Speicher-Icon dieses Superhörnchen. So, dann starten wir jetzt einfach mal ein Slime-Adventure. Ich habe das Spiel an sich noch nicht wirklich gespielt. Ich habe es ausprobiert, ob das Ganze natürlich funktioniert. Das habe ich natürlich gemacht, aber das Spiel an sich habe ich eigentlich noch nicht wirklich gespielt und deswegen habe ich auch nur ein bisschen Ahnung, was hier passiert, weil ich es halt ausprobiert habe. Deswegen weiß ich zumindest, wie die Bedienung hier ist und wo man diese komischen, wie heißen diese Plots, diese Pink Plots eintauschen kann. Also mehr weiß ich eigentlich auch nicht und ich werde mich wirklich mal überraschen lassen. Und zwar, was ich euch erzählen möchte. Es ist ja so gewesen, dass jetzt die letzten Tage keine Videos kamen und das hatte mehrere Gründe. Es hatte nicht nur einen Grund, sondern es hatte wirklich mehrere Gründe. Und zwar ist das so gewesen, dass erstmal die Klassenfahrt wirklich dazwischen kam. Ich konnte nichts machen. Das ist übrigens auch das Video, was eigentlich vorproduziert ist und kein Thumbnail hat. Also da ist das so gewesen, dass ich einfach nichts machen konnte. Dann kam das dazu, dass ein paar private Dinge dazwischen kamen und das möchte ich jetzt auch nicht weiter erläutern. Es kamen auf jeden Fall ein paar private Dinge dazwischen und das ist auch der Grund, warum denn keine Videos kamen. Beziehungsweise Technik hat auch verrückt gespielt, fragt mich nicht warum. Es ist so gewesen, ich bin nach Hause, ich kann euch das gut erklären. Und zwar, ich bin nach Hause gekommen, hab mir nichts Böses gedacht, hab gedacht, boah, geil, ich kann jetzt endlich eine Aufnahme machen. Und ja, das Einzige, was ich vorgefunden habe, war ein komplett neues Shadowplay. Und zwar kam ich mit Shadowplay überhaupt gar nicht mehr klar. Ich musste mich da erstmal wieder reinfinden. Und irgendwie ging das alles nicht. Und deswegen kamen auch keine Videos. Weil, klar, wenn ich nicht weiß, wie ich aufnehmen soll, dann kann ich natürlich auch keine Videos hochladen. Ich habe dann überlegt, ob ich das Ganze mit Open Broadcaster mache. Aber das Problem ist, mit Open Broadcaster komme ich zwar zurecht, aber das Problem ist halt, dass da die Qualität immer ein bisschen zackt, wenn man nicht 1:1 hundertprozentig die Einstellung hat, die er haben möchte. Und es ist wirklich, na, ich will nicht sagen kompliziert, aber es ist halt nervig. Und es zieht unheimlich viel Kraft, deswegen lade ich das Ganze, beziehungsweise nehme ich das Ganze mit Shadowplay auch auf. Ich lade das Ganze nicht mit Shadowplay hoch, aber ich lade es halt auf mit Shadowplay. Und ja, wir sammeln hier jetzt erstmal ein paar Früchte. Wir haben auch schon einige Slimes gefangen. Ich möchte eigentlich noch mehr Slimes fangen, aber wir sind eigentlich schon voll. Da ist noch so ein Pink... War es ein Pink Plot oder sowas? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall können wir noch die Karotten hier einsammeln und dann haben wir eigentlich auch schon genug. Da haben wir auch noch so einen Apfel, so eine Pogo-Frucht und ja, Leute, das ist auf jeden Fall der Grund, warum keine Videos kamen und ich kam, wie gesagt, gar nicht zurecht mit dem neuen Shadowplay. Es war einfach, weiß ich nicht, es war merkwürdig. So, dann habe ich natürlich alles konfiguriert und habe mir gedacht, so, boah, geil, jetzt kannst du endlich ein Video aufnehmen, dachte ich zumindest. Und es ist dann so... Och Mann, die springen da raus. Ich will nicht, dass sie da rausspringen. Ich glaube, ich muss noch einen zweiten machen, weil sonst backen die sich da raus oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind da schon eine ganze Menge. So. Ja, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, so, boah, geil, jetzt kannst du es halt endlich machen. Und dann ging das halt mit Shadowplay nicht. Und viele Sachen sind da auch gewesen, wo ich mir gedacht habe, das hätte echt nicht Not getan, weil wirklich einige Sachen, da habe ich auch gedacht, bist du so blöd oder tust du nur so? Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es so gewesen, dass einige blöde Sachen da wirklich passiert sind, wo ich mir gedacht habe, das kann doch nicht wirklich dein Ernst sein, warum bist du da nicht von vornherein drauf gekommen? So, das ist aber jetzt egal, es kommen wieder regelmäßig Videos, kein Thema. Und auch wirklich, ja, Outlast habe ich, nur mal so am Rande, Outlast habe ich im Grunde schon aufgenommen. Folgendes Problem, Leute. Das ist wirklich auch der Grund, warum ich nichts hochgeladen habe. Also ich habe schon Sachen aufgenommen und irgendwie, ja, ich hätte Material gehabt. Aber der Ton war so dermaßen laut, also ich meine wirklich so dermaßen laut, dass ich das Ganze nicht hochladen konnte. Also das wäre wirklich... nicht schön gewesen. Wer das Ganze sehen möchte, kann mich ja mal privat über
über Twitter oder auch über Facebook oder sonst wie bei YouTube, da bin ich auch auf jeden Fall erreichbar. Könnt ihr mich auf jeden Fall kontaktieren und dann werde ich euch das Ganze mal schildern, warum das eigentlich alles so ist, beziehungsweise ich kann euch das auch mal schicken, das Video, dass ihr seht, wie scheiße das eigentlich ist. Und dann könnt ihr mich auf jeden Fall auch verstehen, warum ich das Ganze nicht hochgeladen habe. Also das nur mal dazu. Also, die Pink Plots, die können wir da bei dem Sternchen anscheinend abgeben. So. Da packen wir die Plots rein. Ich muss mit dem Scrollen mal zurechtkommen. So, da packen wir die rein und kriegen natürlich ordentlich Kohle. Wenn wir natürlich andere Plots haben, also von anderen, dann kriegen wir natürlich wesentlich mehr. Und ja, hier sieht man halt, wie viel was gibt. Und ja, natürlich die Pinken bringen nicht ganz so viel, ist klar, weil das noch am... Oh, ein Hühnchen. Ich möchte ein Hühnchen haben, eine Henne möchte ich gerne haben. Die kann man, glaube ich, auch verfüttern, soweit ich das weiß. Und ich möchte noch diese Pink Plots haben hier. So, ganz viele Pink Plots sammeln wir auf jeden Fall ein. Das ist immer nervig, dass ich die ganzen Slimes mit ein... Was? Oh Mann. Back ich schon rum. Also. So, erstmal die ganzen Slimes wieder rein. Zack, 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 zack. Und natürlich wieder füttern mit diesen Karotten. Ich will immer rechte Maustaste zum Geben irgendwie geben. Keine Ahnung warum. Irgendwie, aber ihr wisst es ja, ich bin immer so ein bisschen verpeilt. Also nur mal so am Rande, ich habe jetzt nächste Woche, wen es interessiert, habe ich ganz, ganz viele Arbeiten vor mir. Da sind einige bei, da ist eine Englischarbeit bei, da ist eine Gesundheitsarbeit bei, da ist, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall habe ich eine ganze Menge Arbeit, das heißt, nächste Woche werde ich auch so ein bisschen verplant sein. Keine Sorge, Leute, es werden Videos kommen. Es liegt wirklich, wenn denn, immer an privaten Dingen oder an der Technik. Und weil die Technik in Ordnung ist und die privaten Dinge abgeschlossen sind, ist das Ganze so, dass ich jetzt natürlich auch entsprechend Videos machen kann. Das ist nicht so das Thema. Ich nehme jetzt schon 7 Minuten auf. Insgesamt nehme ich eigentlich schon fast eine halbe Stunde auf, aber davon jetzt mal abgesehen. Ja, ich möchte noch auf jeden Fall andere... Nee, da müssen wir freischalten, da können wir noch gar nicht lang. Ich möchte noch ein paar andere Slimes haben. Irgendwie kann man, soweit ich weiß, hier ein zweites Gehege machen. Das mache ich auch einfach mal. So, ein zweites Gehege und zack, da ist das natürlich. Und ich weiß, dass diese Slimes hier rausspringen werden. Deswegen werde ich das Ganze mit einem R-Netz. Das kostet, oh, das kostet 425. Oh Mann. Oh, okay. Ist egal, da kriegen wir bestimmt noch ein paar Plots. Das heißt, wir können uns da auf jeden Fall noch Geld holen. So, Pink Slimes haben wir eigentlich genug. Das heißt, da von denen brauchen wir erstmal keine mehr. Ich weiß, dass hier aber auch noch ganz, ganz viele andere sind. Und dass hier auch viele sind, die sich mit den Pink Slimes vertragen. Also ich habe das Ganze nie wirklich gespielt. Aber ich habe mich im Vorfeld mal informiert. Da ist auf jeden Fall ein Plot. Die sind auf jeden Fall ein bisschen mehr wert. Pink Slimes möchte ich eigentlich gar nicht haben. Geh weg. So. So, Pink Slimes möchte ich eigentlich gar nicht haben. Oh, die machen... Kann man das hier eigentlich auch einsaugen? Nee, das kann man nicht einsaugen. Aber diese Plots brauchen wir auf jeden Fall, weil wir natürlich ordentlich Kohle brauchen. Gerade für dieses, dieses Luftnetz. Die sind ja furchtbar, ne? Die Viecher hier, verpiss dich. So. Und die möchte ich auf jeden Fall nicht hier haben. So, die droppen mir auch hier noch Plots. Das heißt, ich brauche gar nicht so viel drauf achten. Pink Slimes möchte ich eigentlich gar nicht haben. Ich möchte eigentlich gerne was anderes haben. Aber die Plots, die nehme ich mir natürlich auf jeden Fall mit. So. Das Viech werden wir auf jeden Fall erstmal verschwinden lassen. Hier können wir auch Wasser noch... Das können wir aber, glaube ich, erst später machen. Dass wir Wasser dazu fügen. Wofür wir genau Wasser brauchen, weiß ich natürlich noch nicht. Keine Ahnung. Geh weg. So. Und den hier schließen wir auch nochmal weg. So, dann sind wir den natürlich auch los. Also wie gesagt, wofür wir Wasser brauchen, weiß ich noch nicht. Wir haben Pokéfood, wir haben diese Plots. Wir haben auch von den Rockplots haben wir welche. Da weiß ich gar nicht, ob da noch ein bisschen was nachkommt. Also die Dinger brauchen wir auch. Oh nein, das wollte ich eigentlich gar nicht. Oh Mann, jetzt habe ich die verschossen. Ich wollte eigentlich die rechte Maustaste... Och Mann, jetzt ist da... Hast du das jetzt eingesammelt oder? Egal, ich nehme auf jeden Fall so einen... Pink Fluffy Unicorn wollte ich schon sagen. Ich nehme auf jeden Fall so einen dicken mit.
Und der schützt mich auch vor den anderen. So, der kommt nämlich bei den Pink Slimes mit rein. Und ich weiß gar nicht, was das genau bringt. Aber die werden auf jeden Fall sicherlich sehr glücklich sein. Die mit den Stacheln, weiß ich gar nicht, was die machen. Ob die irgendwie aggressiv auf die reagieren. Wie gesagt, ich habe das Spiel selber noch nicht gespielt. Ich habe... Oh, da sind auf jeden Fall diese Glühdinger. Die möchte ich auch gerne haben. Die sammle ich aber erst gleich ein, wenn ich das Ganze weggebracht habe. Diese Slimes. So. Den bringe ich auf jeden Fall erstmal hier rein. Und hier sind auch ganz viele Plots wieder. Ich möchte die ganzen Plots haben. Gib mir die Plots. Ich möchte sie haben. So. Und ja, jetzt habe ich... Oh Mann, ein einziger Plot. Ein einziger. Das ist so typisch wieder, dass genau ein einziger da nicht reinkommt. Ist egal. Wir packen jetzt erstmal den hier rein. Und wir packen die ganzen Pink Plots hier rein. Das gibt wieder ordentlich Kohle. Das heißt, wir können das R-Netz machen. Das ist schon mal richtig, richtig cool. Komm her, du darfst nicht ausbrechen. Nein, das möchte ich gar nicht. So. Und die Slimes kommen wieder hier rein. So. Tap, 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 tap. Okay, die haben wir auch. Und ich möchte, wie gesagt, dieses R-Netz haben. Danach werde ich das Ganze auch noch ein bisschen vergrößern. Hier können wir das Ganze vergrößern, wer das noch nicht gesehen hat. Wofür das alles da ist, weiß ich eigentlich alles noch gar nicht. Aber viele Sachen kann man sich natürlich denken. So, jetzt ist hier auf jeden Fall ein Netz drüber. Das heißt, die kommen da nicht mehr rüber. Das wird zwar ein bisschen voll, aber das ist, kann mir ja eigentlich egal sein. So, hier haben wir noch einen Pink Plot. Und den Slime packen wir auch gleich wieder zurück. So. Ich komm, nein, Slime, du möchtest bestimmt da rein, in Gefangenschaft. So, also, die Plots packen wir da noch rein und dann fangen wir diese komischen Glühwürmchen, sag ich schon, diese Glühslimes. Mal gucken, wie die heißen. Ich weiß gar nicht genau, wie die heißen. Wir haben hier noch ein Chicado. Was genau ein Chicado ist, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, weil ich wirklich, wie gesagt, keine Ahnung von diesem Spiel habe so richtig. Das sind auf jeden Fall diese Glühslimes, die möchte ich gerne haben. Wie heißen die denn? Habe ich nicht eben eins eingesammelt? Nee. So, die heißen Phosphor-Slimes. Ah, genau. Phosphor-Slimes heißen die. Die möchte ich gerne haben und ich glaube, dass ich die auch mit in dieses R-Netz packen werde. Keine Ahnung, ob die sich vertragen. Wenn die die Pink-Slimes fressen, dann fressen die halt. Soweit ich weiß, sind die Pink-Slimes sind hier ja in Massen, beziehungsweise sind die auch ziemlich friedlich. Das heißt, ich habe keine Ahnung, was da jetzt genau passiert. Pogo-Frucht brauche ich nicht. Haben wir vielleicht noch andere? Oh, das möchte ich haben. Was ist das? Das ist so ein Tabby-Slime oder sowas. Ich möchte dich haben. Es ist weg. Es ist weg. Och man. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier haben wir noch einen Pink Plot. Ich möchte eigentlich gerne mal gucken. Ich möchte gar keine Slimes haben. Ich möchte gerne diese Plots haben. Nein. Ich will den Plot da haben. So, jetzt habe ich die Plots. Okay, das heißt, ich sammle die Pink Slimes jetzt erstmal nicht mehr ein. Also, was ist das? Ach so, das ist von diesen Slimes. Okay, ich dachte, das wäre irgendeine Frucht oder sonst irgendwas. Ist es aber leider nicht. Ich dachte, das wäre irgendwas Neues. Aber hier ist auf jeden Fall viel zu entdecken. Wer das noch nicht kennt, ich spiele ja in letzter Zeit sehr, sehr viele Alpha-Versionen. Das heißt, auch das hier ist eine Alpha-Version. Gut, das gibt schon ein bisschen länger, aber wie gesagt, das Ganze ist noch in der Alpha-Version. Das ist ähnlich wie The Forest. Das gibt es auch schon eine ganze Weile. Und ja, ich habe mich jetzt erst entschieden, wirklich das Ganze zu spielen. Der Hype ist im Grunde schon vorbei. Das ist aber nicht ganz so schlimm. Ich möchte jetzt auf jeden Fall nochmal diese... Ich weiß gar nicht, was diese Hühnchen hier bringen. Ob die die essen oder keine Ahnung, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall möchte ich diese Slimes dazu packen. Die versuchen natürlich zu entkommen. Und das ist hier alles vollgestopft mit Slimes. Alles klar! Riesen! Ja, das ist richtig cool. Und Spaß, das ist richtig, richtig cool. Da kann man anscheinend mehrere Slimes zusammenpacken. Kann mal gucken, was aus diesen Slimes wird. Das ist richtig, richtig cool. Und ja, ich packe jetzt einfach nochmal die Früchte hier rein. Zack, 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 zack. Mal sehen, ob die fressen. Vielleicht werden es auch mehr. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Ob das mehr werden... Alter, das ist so voll hier. Es ist einfach so voll. Ich möchte diese Plots gern haben. Haben die jetzt gefressen? Weiß ich gar nicht. Ich möchte auf jeden Fall gerne diese Plots haben. Nein. Du sollst nicht... Das... Ich wollte gerade sagen, das Netz ist kaputt. Wo ist jetzt... Nein, du sollst hier bleiben. Nein.
Ach so, ich sollte vielleicht die andere Maustaste drücken. Okay. Nee, ich möchte, dass du hier bleibst. So. Den Plotten möchte ich gerne haben. Haben wir noch mehr von diesen Plots? Oh, das ist so voll hier. Es ist so voll. Also, ich glaube, ich sollte... Also, nur so eine Vermutung. Ich glaube, ich sollte ein zweites Gehege machen, weil das schon ziemlich voll wird. Und zwar mit Netz, weil ich diese Dinger irgendwie trennen möchte. Diese Flatter-Dingsbums. Keine Ahnung. Die möchte ich auf jeden Fall trennen. Gut, dass ich ein R-Netz habe. Das heißt, ich kann dich ordentlich vollstopfen. Ich glaube nicht, dass das so eine artgerechte Tierhaltung ist. Aber das ist mir relativ egal in diesem Spiel. Also, Hauptsache, ich habe überhaupt Slimes. Und es geht ja immer nur ums Geld. Das wisst ihr ja. Und deswegen, ich bin ja voll abgehoben. Ich mache YouTube ja nur wegen Geld. Die paar Cent, die ich da verdienen würde. Ohne Spaß, Leute. Also, pro Video. Ich glaube, pro Video 10 Cent höchstens? Ich weiß es gar nicht. Also, wen so interessiert, was man so bei YouTube verdient? Also, so viel verdiene ich nicht. Bei den Laber-Videos, da verdiene ich natürlich ein bisschen mehr oder würde ich mehr verdienen. Aber weil ich da urheberrechtsgeschützte Sachen manchmal nutze, wie zum Beispiel auch das mit Sausage Party, verdiene ich da natürlich nichts. Also, keine Sorge, Leute, ich verdiene mit YouTube im Grunde nichts. Hier und da mal ein paar Cent. Ja, weil das standardmäßig irgendwie monetarisiert ist. Das habe ich irgendwann mal so eingestellt. Habe es nie wirklich geändert. Aber bis das ausgezahlt wird, also ich glaube, das wird erst so ab 50 Euro ausgezahlt oder so. Hier ist noch ein Hühnchen. Das Hühnchen möchte ich noch damit reinpacken. Ich weiß gar nicht, ob die da die Hühnchen fressen. Hier ist auf jeden Fall so ein kleines Mini-Hühnchen. Ich weiß gar nicht, was das bringt. So, das ist so ein Chicado und ich habe keine Ahnung, was das bringt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ob die das fressen oder ob die das nicht fressen. Ja, vielleicht hat das schon einen Plot hier drin, auf jeden Fall. Oh, das ist so voll hier drin. Ich glaube, ich sollte in der nächsten Folge ein neues Gehege machen. Und damit würde ich sagen, beende ich diese Folge von Slime Rancher. Wenn dir das Video gefallen hat, gebt doch einfach mal einen Daumen hoch. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob ihr das Spiel schon kanntet oder nicht. Und wenn du keine Folge Slime Rancher mehr verpassen möchtest, kannst du hier unten abonnieren. Ciao, Leute!